Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Mich beschleicht so ein etwas ungutes Gefühl, dass diese Welt, in der wir leben, so ein bisschen aus den Fugen gerät. Und damit meine ich nicht nur die Ukraine-Krise, sondern auch innerhalb von Gesellschaften in anderen Ländern passiert Unschönes. Da driften die Dinge auseinander. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ukraine kommen, dann könnte man sagen, dass das, was wir da erleben, eigentlich die Fortsetzung des Kalten Krieges mit anderen Mitteln ist. Wir haben ja gedacht, dieser Kalte Krieg, der ist vorbei. Mit der deutschen Wiedervereinigung, mit der Zustimmung der Russen zu dieser deutschen Wiedervereinigung. Aber es geht seitdem letztendlich um das Thema NATO-Osterweiterung. Es geht um Sicherheitsinteressen der Russen. Und wir müssen uns natürlich auch mal vorstellen, dass die Russen im Prinzip neben den Amerikanern die Supermacht schlechthin waren, im Prinzip ein Territorium hatten mit Satrapenstaaten, eben auch Ostdeutschland, die DDR. Und jetzt ist man abgestiegen, ist sozusagen nur noch zweite Bundesliga. Und das ist so, wenn Sie Champions League gespielt haben und die spielen dann zweite Bundesliga, dann denken Sie, naja, in diese Liga gehöre ich nicht und Putin schon gar nicht. Der will sozusagen diese alte russische Größe auch ein Stück weit wiederherstellen, um die eigene Bevölkerung ruhig zu stellen, die nicht gerade gut gelaunt ist aufgrund der ökonomischen Situation, die ziemlich miserabel ist in Russland. Die russische Wirtschaft nach wie vor ein Zwerg, vollkommen auf Rohstoffe orientiert. Da ist nicht viel entstanden in den letzten Jahren, was in irgendeiner Form zukunftsfähig wäre, jenseits der Rohstoffe. Und dementsprechend geht eines ins andere. Der Westen ignoriert die Sicherheitsinteressen der Russen. Die sagen ja, ihr rückt immer näher an uns heran. Jetzt fällt mit der Ukraine möglicherweise dann der letzte Puffer, den wir noch haben. Und so ist eben diese Eskalation zu erklären. Was wir derzeit beobachten, ist eben immer häufigere Eskalationen, immer seltenere Deeskalationen. Sie wie heute Nacht, als die Meldung kam, ja, Putin und Biden, die könnten sich durchaus treffen auf Vermittlung von Macron. Aber dann eben schon zunächst die gute Laune der Aktienmärkte auf Future-Basis, asiatische Märkte. Dann allerdings die Aussage des Kreml-Sprechers, naja, das sei doch sehr, sehr unkonkret. Da müssten vorher noch bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Dann schon erste Ernüchterung bei den Aktienmärkten heute, die vergleichsweise volatil sind an einem US-Feiertag. Normal kann man sich da ja um 9:30 vormittags dann wieder hinlegen, weil eh nichts mehr passiert. Heute ist das anders. Also selbst die ansonsten, wenn US-Feiertag ist, hirntoten europäischen Börsen, die haben heute einiges zustande gebracht. Und was, das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst eben dann der nächste Rücksetzer als ein Sprecher der Separatisten, der pro-russischen Milizen im Donbass gesagt hat, es herrscht Krieg im Donbass. Dann die Meldung, fünf Ukrainer seien hier, fünf Saboteure in Anführungszeichen, seien hier getötet worden. Das hat dann die nächsten Rücksetzer verursacht. Und jetzt ist die große Frage, und das dürfte heute schon passieren, nachdem der Sicherheitsrat, der russische Sicherheitsrat Putin geradezu dazu drängt, hier die Separatisten anzuerkennen, und man weiß seitens der Russen offenkundig, dass das natürlich ein ziemlich teures Vergnügen wird. Medvedev, ehemaliger Präsident, hat gesagt, wir wissen, dass da einiges passieren wird, wenn wir den Donbass, die Unabhängigkeit des Donbass anerkennen, aber wir sind darauf vorbereitet und werden damit umgehen. Jetzt ist allerdings die Geschichte so, da hat ja dieser Sicherheitsrat getagt und da ist ein kleines Malheur passiert. Putin zum Beispiel hat seine Uhr abgenommen und das wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund, aber einer hat das vergessen und dessen Uhrzeit zeigt etwas anderes, mit anderen Worten. Es hieß zunächst mal seitens des Kreml-Sprechers, Putin wird den Sicherheitsrat einberufen, und dann stellt sich raus, dass der wahrscheinlich vorher schon getagt hat oder das Ganze schon vorher längst passiert ist. Also auch hier so eine kleine Geschichte, die natürlich ein bisschen, naja, ein Geschmäckle hat. Das war also nichts, was sozusagen in der richtigen zeitlichen Abfolge war. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt, nachdem unsere Außenministerin Baerbock ja in der Ukraine war, da haben viele offenkundig gesagt von ukrainischen Offiziellen, also Putin, der glaubt an Zahlen. Am 8.8.2008 ist er damals in Georgien einmarschiert. Jetzt haben wir Angst vor dem 22.02.2022. Das ist morgen, meine Damen und Herren. Wenn das jetzt morgen nicht passiert, dann müssen wir bis zum 33.03.2033 warten. Ja? Also das wären noch 11 Jahre, das wäre doch eigentlich ganz gut. Aber es zeigte, dass hier natürlich jede Menge
auch Irrationalitäten im Spiel sind. Aber sei es drum, es wird getürkt, es wird hier manipuliert. Die Amerikaner sprechen davon, jede Sekunde kommt der Einmarsch. Eigentlich ist er schon vor 5 Sekunden passiert. Die Russen fingieren eine Sicherheitsratssitzung, die viel früher schon stattgefunden hat oder eh inszeniert ist, keine Ahnung. Jedenfalls ist das eine Propagandashow sondergleichen. Der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren, jetzt ist, Putin hat gesagt, ich werde heute eine Entscheidung treffen. Nachdem all das, was passiert ist, all die Aussagen vom Sicherheitsrat klar machen, er wird eben diese Separatisten anerkennen, kommt es jetzt darauf an, welche Bereiche er anerkennt. Hier gibt es ganz klar von diesen Separatisten besetzte Gebiete, etwa die Stadt Luhansk, auch Donetsk, also hier die dunkelblau schattierten Gebiete, während die helleren Gebiete, diese Region um Donetsk, nicht in der Hand der Separatisten ist und auch die Großregion Luhansk nicht in der Hand der Separatisten ist, würde er allerdings diese ganze Region anerkennen als unabhängig von der Ukraine, zumindest proklamieren, dann wäre das eine absolute Eskalation der Dinge. Also harren wir der Dinge. Wie gesagt, Putin hat für heute noch angekündigt, da wird was entschieden. Jetzt hat der Chef des Security Councils, also des Sicherheitsrats der Russen, namens Patruschew gesagt, also der einzige echte Verhandlungspartner, der sich lohnt im Westen, das sind die Vereinigten Staaten. Dabei haben die unsere Verteidigungsministerin noch gar nicht gesehen. Also furchterregend, ne? Da können die Herren daneben einpacken, das sind ja alles praktisch Weicheier, aber dann hier, da ist der Militarismus schon direkt greifbar bei dieser Dame, die unsere Verteidigungsministerin ist. Also vielleicht sollte der Herr aus dem Sicherheitsrat in Russland mal genauer hinschauen. Also mit den Deutschen, da ist nicht gut Kirschen essen. Möglicherweise hat man das dann getan, sodass dann der russische Index um 14% auf Dollarbasis gefallen ist, um 10% in der russischen Währung. Also da ist man so erschrocken über unsere Verteidigungsministerin, dass da richtig was nach unten gegangen ist. Abverkauf der russischen Aktien, natürlich wegen der Eskalation, falls Sie den Scherz jetzt nicht so verstanden haben. Aber sei es drum, gehen wir mal weiter und kommen wir nach Deutschland. Da gibt es nämlich Dinge, die nach oben zeigen. Erstens, Einkaufsmanager-Index. Heute besser, vor allem weil die Dienstleister wieder gute Laune kriegen, eben wegen den absehbar doch endenden Lockdown-Maßnahmen oder Beschränkungen oder wie auch immer. Jedenfalls sehen wir aber auch, dass die Preise massiv anschießen, nach oben schießen, auch bei den Einkaufsmanager-Indizes. Heute Morgen ja die deutschen Erzeugerpreise mit 25%, größter Anstieg seit 1949, zum Vormonat wieder deutlich stärker angestiegen. Auch zum Vorjahresmonat deutlich stärker angestiegen. 25% ist eine Hausnummer. Würden wir Energie abziehen, wären es immer noch 12%. Sportlich. Aber nicht, dass man da die Zinsen irgendwann erhöhen muss. Das macht ja keinen Sinn. Hier sagt Jörg Krämer, also so wie das jetzt aussieht, die Erzeugerpreise, das ist ja praktisch die Pipeline für das, was dann kommt. Dann wird das eben umgelegt von den Unternehmen auf die Verbraucherpreise, sodass Jörg Krämer von der Commerzbank jetzt sagt, also bis Herbst dürfte eben die Inflation, die Verbraucherpreise eine 5 vor dem Komma haben. Und das hat uns doch die EZB irgendwie anders erzählt, oder? Also, aber vielleicht irrt sich Herr Krämer, nicht die EZB. Das sind ja die Notenbankgötter, die sich natürlich nicht irren können. Hier mal ein paar Impressionen, meine Damen und Herren. Einfuhrpreise, Ausfuhrpreise. Und das sind leichte Anstiege, gell? Erzeugerpreise, ganz minimale Anstiege. Verbraucherpreise, noch viel weniger Anstiege, gell? Also da können wir noch ein bisschen Quantitative Easing betreiben seitens der EZB, gell? Das ist, weil das ist ja transitory, das ist vorübergehend, von daher muss man da jetzt, wir können ja Dezember vielleicht 0,25% die Zinsen anheben, sagt sich die EZB. Die Bundesbank ist jetzt ein bisschen weniger amused, die sagt, also wir sind doch durchaus überrascht über die Inflation, man geht davon aus seitens der Bundesbank, dass jetzt auch das erste Quartal negativ sein wird der deutschen Wirtschaft. Eigentlich hat es vorher immer von den verschiedenen Instituten geheißen, ja, im ersten Quartal, da geht es wieder nach oben, aber das sieht jetzt auch nicht mehr so aus. Und jetzt kommt noch bald wohl der Mindestlohn, der wird bald beschlossen, dürfte dann im Oktober greifen. Das wird aber dann teilweise vorher schon umgesetzt. Das trifft dann nicht nur die wirklich untersten Einkommensschichten, sondern das strahlt auch ein bisschen über die, auf die dann nie, darüber sich befindlichen, so muss es heißen, Einkommensschichten. Also das wird den Inflationsdruck dann nochmal deutlich nach oben ziehen. Wenn wir jetzt mal zur Fed kommen,
Da gibt es großartige Nachrichten. Offenkundig gibt es da noch keine Mehrheit, so ein Insiderbericht dafür, dass die Fed dann im März die Zinsen um 0,5% statt nur um 0,25% anheben wird. Und wenn wir zu den Märkten kommen, die US-Märkte ja geschlossen, die US-Futures jedoch offen, auch die Anleihe-Futures, etwa bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Wir sehen, dass jetzt kürzlich so viel Geld in Anleihemärkte geflossen ist, wie seit März 2020 nicht mehr, also wie seit der Corona-Crash. Das ist so gewissermaßen der sichere Hafen. Wir haben ja gesehen, dass die Anleihekurse gefallen sind, die Renditen gestiegen sind, aber jetzt geht eben wieder das Geld in die sicheren Häfen aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten, weil man realisiert, dass diese politischen Börsen doch etwas längere Beine haben. Also wir sehen veränderte Geldströme. Kommen wir jetzt mal nach Kanada. Und hier ist es ja so, dass heute das Gesetz durchgegangen ist, dieser Blockade von Konten für diejenigen, die bei diesen Aktionen in Ottawa dabei waren oder auch denjenigen, die da unterstützt haben, etwa durch Spenden, auch deren Konten werden teilweise eingefroren. So hat jetzt ein Kanadier hier gesagt, also ich kann nichts mehr bei Amazon kaufen. Alle meine Karten sind eingefroren. Es sieht so aus, als würde mein Name verwechselt sein mit jemand, der sozusagen hier bei den Truckern ist oder in Anführungszeichen bei den Nazi-Truckern. Das ist ja das, was Trudeau letztendlich über diese Leute gesagt hat. Und hier wird aufgerufen dann auch zu einem Nationwide Strike, also zu einem praktisch nationalen Streik. Und das ist durchaus ernst zu nehmen. Wir haben gesehen, dass da viel Geld von Banken abgehoben wurde. Von kanadischen Banken. Wir haben also einen Bankrun gesehen und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, diese Trucker sind ja durchaus Mangelexemplare, könnte man sagen. Wenn da jetzt ein Streik passiert, dann sieht es für die kanadische Versorgung sehr schlecht aus. Betroffen sind auch viele Landwirte, by the way, die hier sanktioniert werden. Wer ein Geschäft hat und seine Konten dann eingefroren sieht, der kann gleich einpacken. Das heißt aber, dass Kanada wahrscheinlich auf eine Versorgungskrise zuläuft. Monsieur Trudeau scheint das noch nicht zu wissen. Aber das wird passieren, wenn die Leute hier ihr Vorhaben umsetzen und auch gar nicht anders können, weil sie sozusagen keine Produkte mehr bekommen, keine Zwischenprodukte mehr bekommen, wenn sie ihre Lieferanten nicht bezahlen können. Das ist ein Rattenschwanz, der da dran hängt. Das könnte also ein riesiges Thema werden. Und auch in den USA beginnt das so ein bisschen, eine Kopie dessen, was in Kanada dann passiert ist, nämlich ein Konvoi, der sich hier bildet, soll morgen losgehen, dann 23., 24., 25., also praktisch hier durch den Südwesten der USA führen. Also es ist schon eine große Zerreißprobe, nicht nur in der Geopolitik, sondern auch innerhalb der Länder. Das ist eine Folge von Corona. Jetzt kommt diese Kalte Krieg 2.0 noch dazu. Schon ziemlich viel Tobak auch für die Märkte, den sie hier verarbeiten müssen. Das gilt auch für die chinesischen Aktienmärkte, by the way. Hier wieder Tech Sell-Off, weil die chinesische Führung neue Crackdowns hier beschließen möchte, könnte. Tencent 6,3% im Minus, Alibaba 4%. Also es rumpelt und es kracht an allen Fronten. Wie geht es jetzt weiter mit den Aktienindizes? Dow Jones, Achtung, es droht die nächste Verkaufswelle. Da mal eine genaue Analyse, was nicht passieren darf, damit irgendwie die ganze Geschichte noch, naja, einigermaßen gesaved bleibt. Unter dem Video erste Verlinkung, zweite Verlinkung. Wie Europa es schaffen will, ohne Gas aus Russland zu überwintern. Da haben sich einige geäußert dazu. Unter anderem unsere Uschi von der Leyen mit großartigen Ideen. Und all das werden Sie dann detaillierter, was genau da geplant ist, wie es geplant ist. Sicherlich nicht ganz zur Unzufriedenheit der Amerikaner. Das werden Sie in dem zweiten Link lesen, den ich hier unter dem Video verlinke. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend. Es sind turbulente Zeiten. Hoffentlich kommen wir einigermaßen heil durch dieselben. Ich sage Servus und Ciao.